Willkommen zurück bei Fractured Space. Ich spiele mal wieder Leviathan. Das ist im Moment einfach mein Lieblingsschiff. Diesmal habe ich in meinem Team zweimal die Executioner. Bekanntermaßen das Schiff, was ich am meisten hasse. Und eine Black Widow und Persecutor, die sieht man sehr selten. Ja, und das Gegenteam ist eigentlich ausgeglichen. Wobei mit Guardian sieht man auch eher seltener. Und die Black Widow, naja gut, das Problem kennen wir ja. Oh. Sind mindestens vier hier, sehe ich das richtig? Oh man. Die Guardian macht mir gerade so ein bisschen Probleme, die trifft mich dauernd. So, Colossus ist gleich Geschichte. Oder auch nicht, Superlifter rettet ihn gerade. Jetzt kommt meine Superwaffe. So, lass mich noch wegkommen. Okay. Das habe ich geschafft. Jetzt konnte ich mich heilen. Ach, nein, 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 ich habe mich gerade... Ich habe gerade aufs falsche Schiff geguckt. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss mich doch reparieren. Oh, und die Guardian kommt näher. Die Guardian kommt näher. Aber sie wird angegriffen von der Black Widow. Das ist gut. Sehr schön. Level 3, ich kann upgraden. Sehr gut. Das passt doch perfekt hier. Und im Better sind sie schon dabei, die Forward Station einzunehmen. Ach. Warning, I just lost target lock. Attempting to reacquire. Oh ne, die Guardian will schon wieder Stress machen. Targeting lock lost by tactical systems. Sorry. Hinten kann ich nicht eingreifen. Er ist gerade gesprungen, ich glaube. Nee, es war gar nicht einer von uns. Der Enforcer kommt näher. Ah, da müssen wir. Versuchen wir doch mal zu treffen hier. Und jetzt den Enforcer, weil der bestimmt dachte, ich würde einfach vorbeifliegen. Das hatte ich auch gar nicht vor. So, jetzt sind wir mit vier Mann hier. Ich hoffe, jetzt kümmert sich mal jemand um die blöde Guardian.
Warum schließe ich da hin? Ah, ich habe sie gerade gesehen, die Black Widow. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Keine Chance. Aber vielleicht kann ich sie lang genug aufhalten, damit meine Mitspieler Gamma kriegen. Die Gegner haben auch einen Respawn. Die greifen im Moment echt überall an. Wer ist das? Ist es die Black Widow hier? Der Executor ist da. Achso, der ist gerade zerstört worden. Ach, schade. Forward Station im Beta. Trotzdem, Gamma haben wir. Wir haben 2 Level Vorsprung. Es ist schon eindeutig. Es ist kein Schiff im Wetter, deswegen springe ich da jetzt hin. Ah, jetzt sind wir wieder vollständig. Da kommt die 2. Executioner. Da kommt den Force auf mich zu. Ich hoffe mal, der hat nur Augen für mich. Ah, ist ja gerade gesprungen. Ich hasse es. Lass mich da gerne noch von reinlegen. Ich vergesse das jedes Mal, dass der springen kann. Die jagen das und ich denke mal, ich springe zurück zu Alpha. Ach, der lebt ja immer noch. Ich dachte, die hätten sie mittlerweile erledigt. Ich muss mal kurz upgraden. Oh, schön. Jetzt ist die Frage, springen sie jetzt rüber oder springen sie nicht? Ich meine, sie könnten uns helfen, hier den Zugang zu kriegen. Sie warten anscheinend eher darauf, dass die Gegner versuchen, das zurückzuholen. Ne, jetzt springt zumindest einer. Die Gamma-Sektor. Ach so. Darüber zu springen, ja. Ich hole erstmal die mittlere Mine. Wir sind denn einer im Respawn, bei uns sind 2 im Respawn. We now have jump access to the enemy base.
Da kommt schon mal ein Schiff. Der Quiddo ist noch unsichtbar. Ja, ganz gut, die wegschießen zu können. Und ja, ich weiß, ist mir schon klar, dass ihr da seid. Jetzt kommen sie alle. So, du bleibst hier, mein Freund. Kolossus. Einer ist sogar hinten schon in der Base drin. Oh, der Forster ist direkt hinter mir. Danke für die Hilfe. So. Dann holen wir die Base jetzt. Ist noch einer von uns im Respawn? Ja. Ach, der holt Gamma, okay. Oh nein. Ich hing da genau drunter, dass ich ihn nicht treffen konnte. Ach nö. Das war jetzt ärgerlich. Hier, meine Spitze hing jetzt genau so, dass ich den nicht treffen konnte. Das war jetzt saudoof. Sehr schön. Ja, jetzt machen sie den Rest. Sehr, hier. Holt sich jetzt die Superlüfter. Ja, und 89%. Oh. Warum bin ich jetzt zu Beta und nicht zu Alpha gesprungen? Da habe ich irgendwie jetzt gerade gepennt. Na, egal. Das war jetzt so richtig blöd. Aber die machen noch immerhin Stress da hinten.
Wir haben auch 3 Level Vorsprung, also. Ja, ist schon bitter für die. Alle da? Na, fast. Jansen reporting. Securing from jump settings. A jump beacon has been deployed. Aber nee, mach mit ihm. Und damit haben wir gewonnen. Gut, ich weiß nicht, warum wir am Anfang schon so überlegen waren, aber ich glaube, wir hatten echt gute Spieler dabei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Bis dann. Ciao.